Und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Politalk bei Open Web TV. Wir diskutieren heute über Datensicherheit und Privatsphäre im Internet, ein Thema, das angesichts des aktuellen Datenskandals besonders an Brisanz gewonnen hat. Und das sind heute meine Gäste. Johannes Rehborn. Er ist Jurastudent der Uni Münster und engagiert sich aktiv zu den Themen Netzpolitik und Privatsphäre bei Bündnis 90 Die Grünen Münster. Jens Seipenbusch, er ist studierter Physiker und IT-Professional an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster. Er kandidiert in diesem Jahr auf Platz 4 der Landesliste NRW der Piratenpartei für die Bundestagswahl. Ja, herzlichen Dank an Sie beide schon mal, dass Sie gekommen sind. Vorab sei gesagt, dass wir natürlich auch bei CDU und SPD angefragt haben, ob man sich dort an der Diskussion beteiligen möchte. Allerdings haben wir da keine Rückmeldung erhalten. Schade, aber nun gut. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich zunächst einen Beitrag zeigen, der sich mit den grundlegenden Fakten auseinandersetzt über Prism, Tempora und auch Keyscore. Und diesen Beitrag sehen wir jetzt. X-Keyscore, Tempora, Prism, NSA, Special Source Operation, OpenPGP, Verschlüsselung, Entschlüsselung, VPN-Keys, Mobile-Metadaten, Fonsat, Dagger-Komplex, Telekommunikations-Metadaten, Keyword-Filter, AXP, SIGINT, Edward Snowden, Whistleblower, Obama, CIA, Pigeon, 1988, Die Auswirkungen des Überwachungsskandals, aufgedeckt vom Whistleblower Edward Snowden, sind schwer zusammenzufassen und für jemanden, der sich mit IT-Technologie wenig bis gar nicht auskennt, schwer begreifbar. Was ist X-Keyscore? Was ist Prism? Was ist Tempora? Was tun diese Programme? Prism. Prism ist ein von der NSA als Top Secret eingestuftes Programm, welches seit 2005 existiert und gehört mit anderen Teilprogrammen zum Stellar Wind Überwachungsprogramm. Prism greift auf live geführte Kommunikation und Verbindungsdaten von Microsoft, Facebook, Google, Yahoo, Apple, AOL und Paltalk zu. In der Praxis ist Prism in der Lage, Informationen von allen Programmen und Internetseiten dieser Hersteller anzuzapfen und tut dies auch, denn Prism speichert auf Vorrat. Im März 2013 wurden zum Beispiel insgesamt 97 Milliarden Datensätze gespeichert. Microsoft, Facebook und Yahoo ließen verlauten, dass sie die Daten nicht freiwillig bzw. nur nach juristisch gedeckten Ersuchen seitens der NSA herausgeben und dass die NSA keinen direkten Serverzugriff hat. Die geleakten NSA-Folien sprechen aber von Direct Collection, also direkter Sammlung, und von Prism is a team sport. Tempora. Tempora ist eine britische Geheimdienstoperation des Government Communications Headquarters, kurz GCHQ, und ist der Öffentlichkeit seit dem Guardian-Artikel vom 21.06.2013 bekannt. Tempora besteht aus zwei Operationen: Mastering the Internet, also Beherrschung des Internets, und Global Telecom Exploitation, also Ausnutzung von globalen Telekommunikationsdaten. Tempora geht in Sachen Datensammlung noch weiter und speichert ausnahmslos alles, was über die Transatlantik-Glasfaserleitungen oder durch Internetknotenpunkte in Großbritannien geht. X-Keyscore. X-Keyscore ist eine einfach zu bedienende Spionagesoftware, welche es NSA-Analysten ermöglicht, die von Prism, Tempora und anderen Geheimdienstoperationen gesammelten Daten zu durchsuchen und in Echtzeit anzuzeigen. Die bloße Existenz und einfache Bedienbarkeit widerlegt die Aussagen von NSA-Director Keith Alexander, welche besagten, dass es technologisch gar nicht möglich ist, alle gesammelten Daten zu verarbeiten. X-Keyscore arbeitet mithilfe von Schlüsselwörtern, Internetprotokollen, Telefoneinzelverbindungen, E-Mails, einem sogenannten Ausländerfaktor und ähnlichen Parametern. Eine mögliche Bedienoption wäre zum Beispiel: Zeige alle verschlüsselten Word-Dokumente in Region X und Sender und Empfänger in Verbindung mit Zielperson Y. Oder zeige untypische Sprache in Land X. Durch X-Keyscore greift das Kontaktschuldprinzip. Es ist also schnell möglich, in Überwachung zu geraten, wenn eine als verdächtig markierte Seite angesurft wurde. Oder aber, wenn man sich bei Amazon für einen Hochdruckkochtopf interessiert hat und man Tage vorher auf einer News-Website einen Artikel über Bombenbaupläne gelesen hat. Dies passierte der freien Schriftstellerin Michelle Catalano aus den USA. Deutschland gilt NSA-intern übrigens als befreundeter Staat dritter Klasse und wird ähnlich stark überwacht wie China, Indien oder Saudi-Arabien.
Monatlich zapfen US-Geheimdienste 500 Millionen Telekommunikationsverbindungsdaten aus Deutschland ab. Eine politische Reaktion deutscher Amtsträger steht noch aus. Die deutsche Bundesregierung will nach jetzigem Stand von fast nichts gewusst haben, obwohl der deutsche BND eng mit der NSA zusammenarbeitet. Laut Snowdens Aussagen wussten die deutschen Geheimdienste Bescheid und nutzen schon seit Jahren NSA-Informationen und Software. Am 31.07.2013 wurde bekannt, dass auch der BND X-Keyscore nutzt. Laut Angaben des BND aber mit eigenen Quellen und ohne die amerikanisch-britischen Datenbanken. Ja, wie wir gerade gesehen haben, findet in der Tat auch in Deutschland eine umfassende Überwachung seitens des amerikanischen und auch des britischen oder eventuell auch anderer Geheimdienste statt. Herr Seitenbusch, an Sie die Frage, welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat denn Ihrer Meinung nach so eine Überwachung? Ja, die gesellschaftlichen Auswirkungen werden wir wahrscheinlich erst langfristig spüren, aber das Potenzial dieser ganzen Technik hat ungeachtet der ganzen Details, die ja doch sehr schwierig sind, schon zu behalten, geschweige denn zu bestehen, wenn man nicht technisch im Beruf oder andersweitig ausgebildet ist, das hat das Potenzial zu einer totalen Überwachungsgesellschaft. Also das sieht man ja schon, man kann es auch mit demokratischen Mitteln zum Teil gar nicht kontrollieren. Selbst die Parlamentarier, die in den Geheimdienstausschüssen sitzen, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, sonst dürfen sie da gar nicht sein. Und die NSA maßt sich teilweise an, wirklich jedes mögliche Wort von uns, was wir irgendwie äußern, dass sie da ein Recht drauf hat. Das ist auch noch die Umkehrung eines Prinzips der Vertraulichkeit. Und sobald die Privatsphäre verschwindet, haben wir eigentlich auch keine garantierte Menschenwürde mehr. Das ist schon sehr gefährlich. Ja, Herr Rebon, würden Sie dem so zustimmen? Wo sehen Sie da die Gefahren? Also ich würde absolut zustimmen. Das Problem ist ja vor allem, dass es in den USA den Datenschutz, den es in Deutschland gibt, gar nicht, also den es, der sich in Deutschland so entwickelt hat, den gibt es so größtenteils gar nicht. Das heißt, den USA ist es auch komplett egal, dass eventuell da irgendwelche Privatsphären angegriffen wird. Interessant ist natürlich schon der Wechsel, also wie sich das in den USA geändert hat. Also ich meine, vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren ist noch ein US-Präsident zurückgetreten, weil er einen Journalisten abgehört hat, und heute hören die USA den gesamten ihren Telekommunikationsverkehr der ganzen Welt ab. Das ist schon Wahnsinn, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Gesellschaft irgendwie unbeeinflusst lässt. Mhm. Herr Seitenbusch, Sie sind ja unter anderem an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät auch für die Datensicherheit zuständig. Vorab kurz die Frage, was machen Sie da eigentlich genau? Was bedeutet das? Ich mache eigentlich alles, was man heutzutage so klassisch in so einem IT-Bereich macht, von Einkaufen von Computern bis hin zum Betreiben von Servern. Wir programmieren auch selbst eigene Anwendungen. Hier in Münster ist eine sehr große Studentenstadt. Wir haben zum Beispiel auch was programmiert, was sozusagen Klausureinsicht und Noten online bereitstellt. Heute macht man ja echt alles online. Leider auch die Abhörung, wie wir gesehen haben. Und wie gesagt, wir machen alles, was man in der IT überhaupt machen kann, von Datenbanken bis Ausstattung von Rechnern und Serverdiensten für die Universität, speziell für die Rechtswissenschaften. Mhm. Und inwieweit können Sie jetzt nach der ganzen Geschichte noch garantieren, dass das Netzwerk oder diese Datenbanken sicher sind? Haben Sie sich das auch schon selbst gefragt? Oder? Ja gut, eine der Lehren, die ich habe ja vorher in der Physik auch IT gemacht, ist ja letztendlich, dass ich mit ein paar Leuten 2006 dann zusammengekommen bin und die Piratenpartei erstmal gegründet habe, weil wir gesehen haben in dieser IT-Szene damals noch, dass das wahnsinnig gefährlich ist und ausufert und dass auch viele ITler selbst gesagt haben, nee, das ist uns zu präsent, wir wollen diese Verantwortung auch nicht haben. Wir haben es jetzt gesehen, Edward Snowden ist ja ein Mitarbeiter der NSA gewesen, das heißt, wir sind auch angewiesen darauf, dass die Leute Kenner haben und die Insider sind, das überhaupt nach außen tragen. Mhm. Sonst kriegt man das entweder nicht mit oder kann es auch nicht verstehen. Ich kann natürlich als Mitarbeiter sozusagen nur in meinen Sphären garantieren, was passiert, aber sobald die Daten rausgehen und die Universität Münster hat natürlich Verkehr nach Australien, USA und überall hin, weil Wissenschaftler kommunizieren weltweit, kann man natürlich für nichts garantieren. Diese Leitungen gehören irgendwelchen anderen Leuten oder die gehen über die Knotenpunkte in Frankfurt oder vielleicht auch mal in London. Das weiß man nicht wirklich genau und dann ist es natürlich unsicher. Mhm. Die einzige Sicherheit, die man da hat, ist zum Beispiel eine gewisse Art von Verschlüsselung, wie wir vielleicht auch noch später sehen, E-Mail-Verschlüsselung. Mhm. Dafür gibt es jetzt vermehrt Krypto-Partys. Der Bedarf ist sehr stark gestiegen, seit die Öffentlichkeit gemerkt hat, dass wirklich alle ihre Telefonate und auch ihre E-Mails abgehört oder gespeichert werden können oder sogar beides. Mhm. Wir sehen ein sehr komplexes Themenfeld auch, was das anbetrifft. Herr Rebon, hat es Sie denn überrascht, wie umfangreich die Ausspähung doch ist? Oder hatten Sie eigentlich schon mit Ähnlichem gerechnet, wenn man so will? Nein, also ich engagiere mich relativ lang schon in der Netzcommunity. Ich
war so in meiner Klasse, glaube ich, der Erste, der überhaupt, der überhaupt Zugriff auf das Internet hatte, 2001. Und diese Späße gab es schon immer. Oh, jetzt hat das Telefon geknackt, jetzt hört uns die NSA ab. Oder oh, jetzt ist die E-Mail nicht angekommen, jetzt ist sie sicher bei der NSA gelandet oder bei der CIA oder beim FBI, wie auch immer. Also diese Grundangst, dass es existieren könnte, die hatte ich schon länger. Aber eigentlich habe ich das für mich auch zugegebenermaßen mehr in den Bereich der Verschwörungstheorien gepackt. Und ich dachte vor allem nicht, dass es so umfassend ist. Also es gab ja auch vor kurzem die Enthüllung, dass die NSA offensichtlich den gesamten Traffic, also das gesamte Internet abhört, dass alles auf den Servern der NSA landet. Das ist so eine große Datenmenge, dass die NSA das selbst nicht speichern kann, dass sie das einmal am Tag komplett löschen müssen und dass wieder, also dass dann sich die Daten quasi wieder neu aufbauen. Und ich bin schon ein bisschen fassungslos, aber auf der anderen Seite halt auch aus der Sicht einer Person, die sich sowas zumindest irgendwie für möglich gehalten hat. Mhm. Herr Seipmusch, wie schätzen Sie denn sozusagen die Reaktion in Deutschland, was das anbetrifft, ein? Wenn Sie sagen, der Sturm der Entrüstung ist schon da, ist gerade im Kommen, oder ist es eher eine Resignation, wir können eh nicht viel machen, wie würden Sie das beurteilen? Ja, aus meiner Sicht ist es natürlich erstmal positiv, dass überhaupt berichtet wird, auch tatsächlich in der bundesweiten Öffentlichkeit, in den wesentlichen Nachrichtensendungen, weil das war ja jahrelang nicht der Fall, muss man auch dazu sagen. Es gibt schon Fälle ähnlicher Art, früherer Art, aber die Leute haben sich nicht sehr darüber interessiert. Es ist natürlich über die Jahre auch ein starker Wandel. Man muss sehen, dass 2001 dieser Terroranschlag in den USA hat eben dazu geführt, dass die Amerikaner unheimlich aufgerüstet haben und jetzt jeden, der nicht ihr Freund ist, als Feind betrachten. Das ist ein Aspekt, und das hat wirklich auch in Deutschland dazu geführt, dass ganz viele sogenannte Sicherheitsgesetze erlassen wurden, die eigentlich fast immer nur Freiheiten eingeschränkt haben und Überwachung gefördert haben. Das haben wir auch in Deutschland im letzten Jahrzehnt. Und ich bin aber trotzdem ein bisschen überrascht, dass dieser Aufschrei so leise ist. Also ich finde das persönlich empörend, muss ich sagen. Also ich meine, egal wen man jetzt gewählt hat, ist ja doch die Bundesregierung die Regierung des gesamten deutschen Volkes so gesehen. Und wenn sich Frau Merkel als die Kanzlerin dann hinstellt und sagt, ja, weiß ich auch nicht so genau, ob alle deine Telefongespräche jetzt von irgendjemandem sonst abgehört werden, obwohl die das wissen könnte und müsste, da geht es ja nicht um irgendjemand, der im Wald sitzt und das macht, sondern das sind ja Institutionen. Ja, also Behörden mit Tausenden von Mitarbeitern, die auch von Gesetzen eigentlich geleitet sein sollten, im Inland und im Ausland. Und mindestens der BND, der kann ja auch nicht machen, was er will. Wobei er das ja leider macht, wie wir es gesehen haben. Also ich finde, die Leute sind noch viel zu wenig empört. Es ist sicherlich teilweise so, dass die Leute denken, ja, was kann ich selber tun? Deswegen ist wahrscheinlich auch der Zulauf jetzt zu den Krypto-Partys so ein bisschen größer. Aber ich denke, man muss den Leuten auch einfach eine politische Verantwortung vorhalten. Das heißt, diese Leute sollte man einfach nicht wieder wählen. Also es gab jetzt auch... Kurz was fragen, Herr Seipmusch. Was für Möglichkeiten sehen Sie denn da, selber die Leute wirklich zu motivieren, da überhaupt was zu tun? Im Moment ist es ja, also mein persönlicher Eindruck ist, dass in den Medien sogar überraschend viel darüber berichtet wird und sich da medialer Widerstand schon gebildet hat, dass aber überraschend wenig einfach aus der Bevölkerung zurückkommt deswegen. Also wir werden ja nachher noch einen kurzen Beitrag sehen über Demonstrationen und so weiter und so fort, die jetzt nicht sonderlich stark besucht wurden. Irgendwie scheint da ja gar nichts vorhanden zu sein. Was für Möglichkeiten gibt es denn da, außer zu sagen, wir wählen jetzt die jetzige Regierung ab? Ja, ich meine, es sind ja jetzt schon einige Klagen gewesen. Wir haben auch im Internet zahlreiche Petitionsseiten, die man unterschreiben kann. Das ist übrigens auch aus den USA schon gekommen. Stopwatching, Us gibt es stopwatching.de und was weiß ich, Prism, Tempora, alle möglichen Petitionen, die man starten kann. Das ist das eine, was man machen kann. Aber ich glaube auch schon, wenn man nachfragt, und das kann man auch als normaler Bürger, man kann ja zum Beispiel seinen Abgeordneten fragen oder auch in seinem Verband oder was man, wie man organisiert ist oder in seiner eigenen Partei oder Partei in einer Institution, kann man die Leute fragen. Und wenn wirklich Frau Merkel oder der Kanzlerminister oder der Innenminister einfach auch nicht sagen können, was Sache ist, dann darf man die damit nicht davonkommen lassen. Es geht ja, die einzige Möglichkeit, wir haben es erstmal Transparenz herzustellen, was überhaupt ist. Und das wissen wir seit nicht mal bis heute. Es ist jetzt wochenlang am Kochen. Gestern kommt noch eine neue Info, dass es jetzt angeblich noch eine neue Regelung gegeben hat von 2002. Davor ist wieder was anderes. Und ich glaube, die Regierenden schwimmen da schon ganz schön. Das merkt man schon. Die sind natürlich in der Sommerpause und tun so, als wären sie im Urlaub. Aber die Sommerpause ist ja in 2, 3 Wochen mal zu Ende. Und dann muss man wirklich, man darf die nicht davonkommen lassen. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist ein Mittel. Und wenn die Fakten auf dem Tisch sind und die Verantwortlichkeiten, dann hat das auch eine Auswirkung. Ich glaube schon, dass man da was machen kann. Okay, danke schon mal für die Antwort. Die Nachrichtenagentur Reuters hat in den USA eine Umfrage durchgeführt und es wurde festgestellt, dass rund 45%, um genau zu sein, der amerikanischen Bevölkerung solche Mittel der Überwachung
unter bestimmten Bedingungen gutheißen. Herr Rebern, was würden Sie sagen, wie würde denn das Ergebnis einer solchen Umfrage in Deutschland aussehen? Schwierig. Also man muss natürlich zu den USA dazu sagen, die haben eine ganz andere politische Kultur. Ich meine, in den USA finden es 50% oder mehr auch gut, dass die Amerikaner mit Drohnen fremde Staaten angreifen und deren Zivilbevölkerung töten. Also ich glaube, das Ergebnis in Deutschland wäre ein anderes, aber sicherlich nicht so sehr, wie sich das die deutsche Netzcommunity wünschen würde. Also vielleicht fänden das 40% gut, aber 40% sind immer noch 40% zu viele. Das sind immer noch die 40%, die die CDU theoretisch wählen und wo dann die CDU in einer anderen Koalition oder in der gleichen Koalition wie jetzt so weitermachen kann. Ich denke, dass das Ziel der deutschen Netzcommunity und aller Beteiligten, das heißt der Piraten, der Grünen, der Leute der Linkspartei und so weiter tatsächlich sein muss, hier Sensibilität zu schaffen und zu zeigen, das ist nicht gut, es ist nicht wichtig, es ist also es, selbst wenn ihr glaubt, dass ihr nichts zu verbergen habt, jeder hat was zu verbergen und keiner möchte überwacht werden. Hm. Das klar zu machen ist, glaube ich, das, was wir jetzt erreichen müssen. Ja. Stichwort Antiterrorkampf. Inwieweit brauchen wir tatsächlich eine umfassende Überwachung durch die Geheimdienste, um mögliche Terroranschläge zu verhindern? Und dazu möchte ich jetzt auch einen Beitrag zeigen, der sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzt. Prism, Tempora, X Keyscore. Gibt es eigentlich auch Gründe dafür? Bundesinnenminister Friedrich sagt ja. Als er Mitte Juli von seiner USA-Reise zurückkehrte, sprach er von 45 vereitelten Terroranschlägen weltweit. Allein 25 in Europa und 5 davon in Deutschland. Terrorabwehr also. Ein klares Pro-Argument für die totale Überwachung? Leider werden aus Gründen der Geheimhaltung keine Infos über die 45 vereitelten Anschläge freigegeben. Ob und wie die Überwachung überhaupt geholfen hat, darf niemand verraten. Anschauliche Fälle gibt es trotzdem. 2003 zum Beispiel wurde der Ägypter Abu Omar in Italien entführt. Die Täter? Agenten der CIA. Die italienischen Behörden kamen den amerikanischen Profis mit Hilfe von Telefonverbindungsdaten auf die Schliche. Kurz vor der Entführung aktivierten sie ihre Handys, kurz danach warfen sie sie weg. Und der entscheidende Fehler? Nachts ließen sie die Akkus stecken. So wurden die Hotels und letztlich auch die Identitäten der Entführer ausfindig gemacht. Ein Beispiel für erfolgreiche Überwachung durch sogenannte Metadaten in der Tat. Und ein klares Plus für alle Befürworter. Übrigens, seit 2005 wurden laut dem Nationalen Terrorabwehrzentrum der USA über 80.000 Terroranschläge weltweit verübt. 45 davon wurden laut offiziellen Angaben durch Prism & Co. verhindert. Eine Erfolgsquote von ca. 0,05%. Ja, wir haben ja gerade gehört, 45 aufgedeckte Anschläge weltweit. In Zusammenhang mit X-Keyscore heißt es auch seitens der US-Regierung, dass man zum Beispiel 2008 rund 300 Terroristen überführt hätte. Herr Rebern, an Sie die Frage, was denken Sie denn, inwieweit kann der Kampf gegen den Terror eine umfassende Überwachung rechtfertigen? Ja, gar nicht. Wir haben momentan tatsächlich die Situation, dass die Terroristen eigentlich diesen Kampf gewinnen. Die Terroristen wollen Angst machen und wir lassen sie auch Angst machen. Sehr interessant, also was Herr Seitenbusch gerade schon gesagt hat, ist ja eigentlich gar nicht falsch. Ich meine, wir hatten in den 70er Jahren die RAF, die wirklich Terror in Deutschland verübt hat. Die haben Leute getötet, die haben Anschläge verübt und dort wurde dann gesagt, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Und das müsste genau das Gleiche jetzt auch sein. Wir dürften uns von Terroristen keine Angst machen lassen. Die Engländer hatten das gleiche Problem mit den irischen Attentätern in den 70er und 80er Jahren und die haben das gleiche damals gemacht. Die haben sich damals auch gewehrt und trotzdem nachher eine Überwachungsgesellschaft eingerichtet aufgrund von Terror, der viel weiter weg war, der auch vielleicht umgreifender war, der vielleicht auch bei kurzfristigen Attentaten mehr Angst gemacht hat. Das ist das gleiche Phänomen wie bei Flugzeugabstürzen. Wir haben alle Angst, Flugzeug zu fliegen, weil wenn es mal zum Absturz kommt, dann sterben sehr viele Menschen auf einem Fleck. Aber wir haben keine Angst vorm Autofahren, obwohl das Autofahren objektiv gesehen viel gefährlicher ist. Und da jetzt so viel Angst zu machen, das halte ich für verkehrt. Die Terroristen haben auch tatsächlich schon mal eine Art Pressemitteilung rausgegeben und haben gesagt, hey, wir haben gewonnen. Es gab vor 2 Jahren, glaube ich, den Versuch eines Bombenattentats durch ein verschicktes Paket. Dieses Paket wurde aufgedeckt, daraufhin wurden alle Sicherheitsvorkehrungen in Paketversendestationen weltweit extrem erhöht. Die Terroristen haben gesagt, okay, wir haben jetzt ungefähr einen Schaden, wirtschaftlichen Schaden von 2 Milliarden Euro erreicht, das wollten wir auch. Wir schaffen es im Westen eigentlich, wir schaffen es mit kleinen Paketen, irgendwie die 10.000 Euro kosten, im Westen eine riesen Summe
aufzubürden, die überhaupt keine vollkommene Sicherheit bringen. Ich meine, wir haben gerade gesehen, 80.000 verübte Terrorattentate trotz der Überwachung, das funktioniert so nicht. Ja, so 0,05% Erfolgsquote haben solche Überwachungsmaßnahmen im Hinblick auf das Verhindern von möglichen Terroranschlägen. Herr Seitenbusch, würden Sie sagen, dass so eine Erfolgsquote diese Mittel rechtfertigt? Nein, das tut sie natürlich nicht. Der Kampf gegen den Terror ist auch eine ganz absurde Sache. Das Problem ist, da wird halt mit Ängsten gespielt. Terror ist ja auch nicht umsonst eine Kommunikationsstrategie, nicht irgendwie ein erfolgreicher Kampf. Ja, also es ist ja kein Guerillakampf, sondern Terroristen wollen medial beherrschen. Die wollen irgendwas Schreckliches tun, damit die alle Leute in Angst und Schrecken versetzen und damit sie diese Wirkung haben. Und als Staat gegenüber den Terroristen in diese Kommunikationsstrategie einzumünden und selber die Oberhoheit zu haben, ist einfach falsch. Und das haben wir auch schon in Deutschland gehabt, nämlich als die RAF hier Terror verbreitet hat. Und da waren die Innenminister damals aber viel schlauer und haben gesagt, nein, da steigen wir nicht drauf ein. Wir behandeln diese Leute als normale Kriminelle und nicht so, wie sie sein wollen, was Besonderes. Und das vermisse ich heutzutage total. Das kommt aus den USA natürlich, aber auch in Deutschland hat man sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Und ich meine, realistisch betrachtet, obwohl es jetzt zynisch vielleicht ist, haben wir, glaube ich, irgendwie 6.000 Tote irgendwie im Verkehr und bei Badeunfällen in Deutschland und irgendwie dieses Jahr null und letztes Jahr null und die letzten 5 Jahre null Tote und dann mal 10 von durch terroristische Anschläge. Das ist natürlich überhaupt nicht verhältnismäßig. Ja. Für den Einzelnen ist das natürlich nicht subjektiv trotzdem Angst und Schrecken verbreitend, aber man darf sich eben nicht hinstellen und sagen, wir können das irgendwie verhindern, ohne jeden zu überwachen. Wenn ich Terrorismus wirksam verhindern will, muss ich jeden Einzelnen in den Knast stecken. Und das passiert auch jetzt. Wir laufen zwar draußen rum, aber überall ist Videoüberwachung, man wird überall kontrolliert, letztendlich ist es irgendwie Freigang. Ne? Und das ist es einfach auch nicht wert. Herr Seitenbusch, an Sie die Frage, ist das dann nur ein Vorwand? Also Sie haben gerade schon angesprochen, beide im Verkehr sterben mehr Menschen als durch Terroranschläge, auch in den USA, insbesondere zum Beispiel durch Schusswaffenverletzungen, mehr als durch Terroranschläge. Trotzdem sind Schusswaffen ja nach wie vor nicht verboten. Handelt es sich dann tatsächlich nur um einen Vorwand? Oder? Na, ich glaube, dass diese Dinge verschiedenen Leuten schon auch mit ihren eigenen Interessen passen und die auch ausgenutzt werden. Es gibt ja den schönen Spruch, die Terroristen können unsere Bürgerrechte nicht abschaffen, das muss schon die Regierung machen. Und genau das ist auch der Fall, kurioserweise. Aber es gibt natürlich auch Profiteure von solchen Dingen. Ich meine, wenn man sich jetzt zum Geheimdienst mal vorstellt mit Hunderten von Mitarbeitern, die sind ja berufsparanoid, sollen sie ja auch sein. Deswegen müssen die aber ja demokratisch in ihre Schranken gewiesen werden. Und das verschiebt sich heutzutage. Wenn ich natürlich jetzt die Berufsparanoiden von alleine lassen, dann würden die natürlich am liebsten jeden überwachen. Die würden auch in jedes Schlafzimmer von uns am liebsten eine Kamera reinhängen. Dann können sie ja garantieren, dass wir da nichts Böses machen. Die Frage ist, ob wir das wollen. Weil wir als Gesellschaft können das wählen. Das ist den meisten Leuten offensichtlich gar nicht mehr klar. Das ist kurios. Und der andere Punkt ist der, den eigentlich niemand beeinflusst hat, wirklich wissentlich. Das ist die technische Entwicklung. Wir haben gerade gesehen, 900 Milliarden Datensätze. Das hätte die Stasi nicht geschafft. So viel Blättpapier hätten die gar nicht unterbringen können in ihren ganzen Bunkern. Ja? Das heißt, man kann das heutzutage nur machen durch die wahnsinnige technische Revolution der letzten 20, 30 Jahre. Sowohl Digitalisierung, ich kann hier auf einer kleinen CD-ROM irgendwie was abspeichern, was sonst ein ganzes Archiv gefüllt hätte. Ich kann das transportieren übers Internet und alles, selbst Telefongespräche sind schön digital, gehen übers Internet, kann ich einfach alles abspeichern und es wird immer billiger. Jeden Tag wird das billiger. Das heißt, jeden Tag, alle halbe Jahr können die nochmal 900 Milliarden pro Tag draufpacken. Ja, und das ist natürlich total pervers. Das heißt, ich muss mir jetzt auch klar machen, der Wandel der Gesellschaft, da muss die Gesellschaft jetzt auch sagen, wir könnten jetzt die totale Überwachung machen, weil technisch ist das billig und super, aber wir wollen das nicht. Und das heißt, wir brauchen jetzt zusätzlich Freiräume, wir müssen Gesetze schaffen, die das verbietet. Früher musste man das gar nicht verbieten, weil das gar keiner konnte oder es zu teuer war oder so. Heute kann man das, in Zukunft wird man das noch einfacher können, aber die Grundrechte, Artikel 10 zum Beispiel, Kommunikationsgeheimnis, das ist ja aus einer geschichtlichen Lehre entstanden, zum Beispiel auch der des Dritten Reiches, des Zweiten Weltkriegs und der Zeit davor, auch das Briefgeheimnis. Und gut, wenn ich jetzt 2010 lebe, habe ich das vielleicht nicht mehr vor Augen, wie das ist, wenn jemand, eine Regierung, das Briefgeheimnis missbraucht. Aber das wird in den USA jetzt schon gemacht. Und da muss man sich dran erinnern und sagen, das ist trotzdem schützenswert. Und egal, wie nützlich das ist, die Grundrechte, die sind nicht verhandelbar. Und die Grundrechte werden jetzt mit Füßen getreten. Das müssen wir rückgängig machen, A. Und wir müssen weitere Freiräume schaffen, dass wir sagen, obwohl das technisch möglich ist, das wollen wir nicht tun.
Ja. Wir müssen aktiv sozusagen dagegen auch vorgehen. Ja, und ich denke, der wesentliche Punkt an dieser Stelle ist eben auch, dass jeder von uns da betroffen ist und welche Alternativen es da vielleicht gibt für jeden von uns. Alternativen zu Facebook, zu Twitter oder zu Skype, das zeigt uns jetzt der folgende Beitrag. Das ist Mr. Z, ein Bürger wie du und ich. Wir begleiten ihn heute Morgen, um zu sehen, was eigentlich mit unseren Daten passiert. Und was machst du nach dem Aufstehen? Mr. Z muss erstmal Facebook checken. Doch Facebook sowie auch andere große Internetkonzerne sind am PRISM, dem Überwachungsprogramm der National Security Agency, kurz NSA, beteiligt. Und PRISM wiederum darf auf all deine Daten zugreifen. Das heißt, PRISM sieht, was du likest, was du schreibst und mit was für Leuten du so in Kontakt trittst. Monster. How do you like eggs in the morning? I like mine with a kiss. Auf dem Weg ins Bad kann man ja schon mal Skype starten. Das dauert ja immer eine Weile. Eggs can be almost clear. Just as long as I get my Genau in dem Moment, in dem Mr. Z auf Annehmen klickt, hören nicht nur er und seine Freundin zu, sondern noch viele mehr. Denn der ganze Datenverkehr, der von Europa in die Vereinigten Staaten über transatlantische Leitung fließt, wird von Tempora einem weiteren Überwachungsprogramm angezapft. Und wenn man zum Beispiel sowas sagt wie: Heute Abend wird's richtig Bombe, du. Dann klingelt bald der örtlich ansässige Geheimdienst an der Tür. Du siehst, all deine Daten werden nicht nur gespeichert, sondern auch nach Schlüsselwörtern gefiltert. Ziemlich doof, oder? Da kann es nämlich auch mal schnell zu Missverständnissen kommen. Aber was kannst du machen, um dich zu schützen? Nur noch im Dunkeln sitzen? Dich abschirmen? Wir haben ein paar Alternativen für dich rausgesucht. Als einfachen Internetbrowser empfiehlt sich zum Beispiel Mozilla Firefox. Jedoch mit einer Einschränkung: als voreingestellte Suche wird Google genutzt. Doch auch für Google gibt es Alternativen wie DuckDuckGo. Auch für andere Features von Google, wie beispielsweise Google Maps, gibt es Auswege, zum Beispiel OpenStreetMap. Hierbei kannst du auch aktiv mithelfen, die Karten zu verbessern. Und wenn du auch bei Gesprächen mit deinen Freunden nicht gerne andere Zuhörer hast, dann kannst du statt Skype Jitsi verwenden, statt Facebook andere soziale Netzwerke wie Movim oder Tent. Und das waren nur ein paar Alternativen. Informier dich bei prison-break.org. Letztendlich musst du für dich entscheiden, was du wo und wie preisgibst. Momentan bleiben dir außer komplizierten Verschlüsselungstechniken und Alternativprogrammen nichts anderes, wenn du dich weiterhin im World Wide Web bewegen möchtest. Mr. Z. Ja, wir haben gesehen, jeder von uns kann irgendwo betroffen sein oder ist wahrscheinlich irgendwo betroffen. Herr Reborn, ich muss gestehen, ich habe Sie auch gegoogelt und ich habe auch gesehen, Sie nutzen auch Facebook und Twitter, wo Sie teilweise auch private Informationen preisgeben. Zum Beispiel weiß ich, dass Sie ganz stolzer Besitzer einer sehr schönen Katze sind. Werden Sie solche Angebote auch weiterhin noch nutzen oder kommen Sie da jetzt doch ins Grübeln? Ja, ich werde sie weiter nutzen. Ich wusste ja vorher schon, dass das alles nicht sicher ist. Und dass ich jetzt ein Bild von meiner Katze dort online gestellt habe, ist nur nichts, wo ich irgendwie das Gefühl habe, zu private Informationen preiszugeben. Das Problem ist ja eher, dass es Leute gibt oder auch vielleicht Kinder gibt, deren Eltern Fotos hochladen, wo die Kinder überhaupt gar keinen Zugriff drauf haben. Das kann mal ein Bild am Strand sein, das kann mal vielleicht mal mit 5 Jahren ein Bild am Strand sein, wo man nur eine Unterhose trägt und dann findet das 10 Jahre später jemand und dann wird man in der Schule gemobbt. Und das ist eher das Problem. Also das Problem ist zum einen das Bewusstsein zu schaffen und zum anderen aber auch
ja wirklich jedes Mal, wenn man was postet, darüber nachzudenken, möchte man das wirklich in die Öffentlichkeit stellen. Mhm. Und das habe ich vorher aber auch schon gemacht, gerade weil Facebook schon vorher als unsicher galt. Also dass Facebook Informationen nicht sicher speichert, das war klar. Es gab früher keine Möglichkeit, Bilder bei Facebook zu löschen. Es gab früher nicht mal die Möglichkeit, Beiträge bei Facebook zu löschen. Da hat Facebook auf Druck der User schon nachgegeben, aber trotzdem natürlich wird alles, was man bei Facebook immer hochgeladen hat, trotzdem noch irgendwo intern gespeichert, um das dann eventuell für Strafverfahren oder so wieder hochzuheben. Mhm. Ich denke aber trotzdem, dass man darüber nachdenken sollte, andere Netzwerke zu nutzen. Das ist aber schwierig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr zu Facebook gehe, sondern zum Beispiel es gibt ein Netzwerk, das nennt sich Circa, oder es gibt andere soziale Netzwerke, da ist ja niemand. Das ist ja ein echtes Problem. Man müsste ja theoretisch seine ganze Peer Group überzeugen, mit umzuziehen. Und das ist sehr schwierig. Das war schon schwierig damals, als StudiVZ sehr groß war. Deutschland war so ziemlich das letzte Land in der Welt, oder zumindest das letzte westliche Land in der Welt, wo Facebook überhaupt einen Erfolg hatte, weil StudiVZ so stark war. Und die gesamte Peer Group dazu zu überzeugen, das Netzwerk zu wechseln, das ist sehr schwierig. Das kann man eigentlich nur machen, wenn man bessere und mehr Funktionen anbietet. Und das ist schwierig, weil Facebook so unglaublich viel Geld hat, dass die jede Funktion, die eventuell irgendwie interessant sein könnte, sofort kopieren und auch bei Facebook einstellen. Instagram ist da ein sehr interessantes Beispiel, was eine sehr große Nutzerschaft hat, was aber einfach mal gekauft wird. Hm. Ich weiß gerade nicht, hat das Facebook gekauft oder Google? Aber egal, es kommt auf jeden Fall immer darauf hinaus, dass neue Features immer von den Großen sofort gekauft werden und das Netz sich die letzten Jahre sehr monopolisiert hat. Mhm. Herr Rebon, darf ich da vielleicht mal was fragen? Und zwar, Sie haben es ja gerade gesagt, Sie ziehen keine persönlichen Konsequenzen jetzt bei der Nutzung solcher Dienste. Was mich aber ganz besonders interessiert ist, Sie sind ja nun Mitglied der Grünen und eigentlich sind die Grünen ja traditionell eher eine Partei, die die Bürgerrechte stärken möchte. Wir haben ja gerade schon gehört, im Prinzip waren es ja immer die Regierungen, die dafür gesorgt haben, dass Datenschutzbestimmungen abgebaut werden, dass das langsam abgenommen wird. Und in Ihrem Wahlprogramm, im Wahlprogramm Ihrer Partei für die Bundestagswahl, die jetzt ansteht, steht zum Beispiel drin, seit über einem Jahrzehnt erleben wir den Abbau, die Aufweichung und Relativierung von Grundrechtsstandards. Uns reicht es deshalb nicht aus, nur den Erhalt der Bürgerrechte zu fordern. Wir Grüne wollen unsere Bürgerrechte wieder stärken. Jetzt steht da ganz am Anfang, seit über einem Jahrzehnt. Ist es nicht so, dass Ihre eigene Partei ja im Rahmen dieses Jahrzehnts selber ja an der Macht war, gemeinsam mit der SPD? Denken Sie da für sich selber nicht auch irgendwie über Konsequenzen nach, was Ihre Mitgliedschaft in der Partei angeht? Oder zumindest darüber nach, Joschka Fischer war damals unser Außenminister, unser Vizekanzler, im Prinzip müssten unsere Spitzenpolitiker das ja alles mitbekommen haben, gewusst haben. Ist das nicht eine Form von Verrat und müsste man da nicht auch irgendwie persönliche Konsequenzen für sich selbst ziehen, wenn man noch Mitglied der Partei ist? Also erstmal, ob ich darüber nachgedacht habe, irgendwie was mit meiner Mitgliedschaft zu machen. Nein, ich bin sowieso erst vor 3 Jahren Mitglied der Grünen geworden. Durchaus auch im Bewusstsein, dass die Grünen damals den Otto-Katalog mitgetragen haben. Ich halte das heute sicherlich nicht für das Sinnvollste. Im Gegenteil, ich halte das heute größtenteils für einen Fehler. Aber man muss natürlich auch darüber nachdenken, welche Zeit das damals war. Das war direkt nach dem 11. September. Das war direkt nach einem riesen Terroranschlag, den es so vorher nicht gab und der da auch die Welt erschüttert hat. Das heißt nicht, dass man das damit vielleicht rechtfertigen kann, aber zumindest um ein bisschen Verständnis für die Zeit damals zu schaffen. Jetzt in Bezug auf Joschka Fischer, also dieses PRISM und... Klar. Aber PRISM gibt es ja sowieso erst seit 2005. Also zu der Zeit waren die Grünen ja gar nicht mehr in der Regierung oder gerade am Ende. Das war gerade das Ende der rot-grünen Regierung und... Aber ist es nicht so, dass man weiß, PRISM gibt es seit 2005, aber man weiß ja nicht genau, ob es das vielleicht schon vorher gab oder Vergleichbares. Ja, also PRISM selbst gibt es seit 2005. Das ist mittlerweile wohl klar. Es wird vielleicht auch etwas Vorhergehendes gegeben haben. Und wenn jemand etwas wusste, dann muss man auf jeden Fall mit dieser Person reden und auch gucken, welche Konsequenzen man zieht. Aber Joschka Fischer ist seit der Bundestagswahl 2005 nicht mehr aktiv bei den Grünen. Das betrifft sicherlich andere, die Mitglied der Grünen sind. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass damals innerhalb der Bundesregierung das bekannt war. Es wird sicherlich Teile der Bundesregierung gegeben haben, wie das Bundesinnenministerium oder das vielleicht auch das Bundesjustizministerium oder das Bundeskanzleramt vor allem, wo das bekannt war. Das waren alles nicht Ministerien, die von Bündnis 90 Die Grünen damals besetzt wurden. Aber ist es nicht eigentlich eine Aufgabe des Parlaments, ja gerade solche Vorgänge mit kontrollieren zu müssen oder können? Es wäre sicherlich die Aufgabe des Parlaments oder es ist die Aufgabe des Parlaments, so etwas zu kontrollieren. Und natürlich ist, wenn das damals, dass das damals nicht aufgefallen ist, ist sicherlich problematisch, aber es ist teilweise auch sehr schwierig, an diese Informationen zu kommen. Es gibt halt ein Geheimdienstkontrollgremium, das Geheimtag, das heißt, die Leute, die da aktiv sind, sind auch darauf, also müssen vertraulich bleiben und dürfen darüber nicht reden.
Und vielleicht werden die etwas gewusst haben, aber das ist, also wenn man sich jetzt die Nachrichten in den USA anguckt, das Geheimdienstkontrollgremium der USA bekommt keine Informationen, gerade weil es immer heißt, das ist selbst für Parlamentarier zu geheim. Und das ist sicherlich ein Problem, da muss man auch dran. Aber ich mache da zumindest den heute Beteiligten nicht wirklich Vorwürfe, vor allem weil die Netzpolitiker, die wir heute haben, damals noch gar nicht aktiv waren. Das sind alles neue Leute, das sind auch gute Leute, also Malte Spitz oder Konstantin von Notz, aber die sind halt auch, also Malte wird jetzt wohl in den Bundestag einziehen, Konstantin ist halt letztes Mal schon eingezogen und die machen auch sehr viel und sind auch sehr aktiv dort und denen kann ich sicherlich nicht den Vorwurf machen, dass die damals nichts gewusst haben. Konnten sie gar nicht. Okay, vielleicht jetzt noch einmal zurück zu Facebook, Twitter und anderen Angeboten. Herr Seitenbusch, glauben Sie, wir sind noch zu unbedarft, was das Teilen privater Inhalte im öffentlichen Raum angeht? Oder hat sich unser Begriff von Privatsphäre gewandelt? Ist das nicht mehr so wichtig, Privatsphäre? Oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sich vieles geändert hat natürlich. Also ich bin ja jetzt jemand altersmäßig, der die Zeit vor dem Internet auch noch sehr gut kennt. Ich habe 93 zum ersten Mal was im Internet gemacht. Da gab es noch nicht mal das Web, also kein WWW. Jetzt inzwischen sind die Social Media, all diese Sachen, die Sie genannt haben, schon Web 2.0 und all die Dinge und die Smartphones. Es gibt jemand, der heute jung ist, ich sag mal 16, 17, der kennt keine Zeit ohne Internet. Das muss man sich auch klar machen. Aber es ist natürlich im Wesentlichen eine Frage der Bildung aus unserer Sicht. Mhm. Und also meine Öffentlichkeit zum Beispiel jetzt im Gegensatz ist unheimlich kontrolliert. Also ich persönlich weiß ganz genau, was ich online stelle und was nicht. Aber ich weiß auch, wie aufwendig das ist. Denn, und ich weiß auch, dass eine Menge Leute das vielleicht machen wollten, dass sie aber natürlich nicht den technischen Hintergrund und das Wissen haben, überhaupt zu beurteilen, wo das, was sie jetzt da gerade machen, auch endet. Und das kann man den Leuten nicht vorwerfen. Wir können nicht verlangen, dass jeder jetzt ein Informatikstudium absolviert, um seine Privatsphäre zu bewahren. Und deswegen sage ich eigentlich, dass wir gegen so Firmen wie Google und Facebook und Co. können wir aus Nutzersicht nichts machen. Die sind ja auch bequem und teilweise gute Dienste als solche. Aber wir müssen sie regulieren. Und da haben wir einfach ein unheimliches Defizit über die letzten Jahre. Es ist einfach nichts passiert. Und zwar sowohl bei der rot-grünen Koalition schon, dann bei der großen Koalition und jetzt noch viel schlimmer bei der schwarz-gelben, wo die FDP das hätte machen sollen. Viele Leute haben, glaube ich, FDP gewählt, damit sie für Bürgerrechte auch im digitalen Raum steht. Stattdessen haben wir jetzt nur die Enquete-Kommission gehabt. Und wenn nichts passiert, endet die jetzt auch. Und die hat ja eigentlich auch nur Informationen gesammelt in Enquete-Kommission für Internet und digitale Gesellschaft. Das heißt, wenn wir jetzt, und das passiert auch gerade, der Ansatz gibt es in Europa, in Brüssel wird gerade die neue Datenschutzgrundverordnung für ganz Europa konzipiert. Und da haben wir eine Chance, dass auch Facebook und Google, obwohl das amerikanische Unternehmen sind, so reguliert sind, dass sie unsere Privatsphäre berücksichtigen müssen und dass wir sonst Ansprüche an sie haben, dass sie sehr viel Geld zahlen müssen, wenn sie es falsch machen. Kurioserweise ist es so, dass bis vor kurzem auch die Amerikaner da sehr viel Lobby-Einfluss genommen haben und bestimmte Klauseln sich schon sozusagen in Brüssel haben reservieren lassen. Und da haben wir jetzt sehr viel Glück, dass Edward Snowden das jetzt gerade gemacht hat, weil jetzt ist auch in Brüssel so ein bisschen der Wind umgeschwungen, sodass wir tatsächlich jetzt wohl gute Regeln machen können für uns Europäer, die dann auch im Ausland gelten für Anbieter, die da unsere privaten Daten verarbeiten. Ja. Das müsste man aber noch weiter durchfechten. Da ist jetzt eine ganz große politische Möglichkeit, die wir jetzt ausschöpfen müssen. Ja, zu genau dem Thema kommen wir auch gleich. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch einen Beitrag zeigen. Und zwar haben wir auch die Münsteraner gefragt, was die denn zu dem ganzen Datenskandal sagen. Und dieser Beitrag kommt jetzt. Fühlst du dich im Internet beobachtet oder überwacht? Ja, derzeit schon, wenn man das alles so hört mit der NSA-Affäre, überlege ich mir schon, was ich da dann preisgebe. Nicht wirklich, also ich weiß, dass es stattfindet, ich weiß, dass es passiert, aber was soll ich dagegen tun? Kann ich nichts tun. So selber drüber nachgedacht habe ich jetzt weniger, aber ich finde es schwachsinnig, dass die NSA das überhaupt so macht und dass es durch Snowden erstmal so bekannt geworden ist. Würden Sie denn Ihr Surfverhalten ändern, da Sie wissen, dass Sie jetzt so ausgespäht werden von den USA? Ich denke nicht, da ich da nichts Ominöses im Internet oder sowas treibe, von daher, glaube ich, würde ich nicht da irgendwie was an meinem Surfverhalten vielleicht verändern oder so. Also das Verhalten an sich nicht direkt, aber diese Facebook-Aktivitäten einschränken. Ja, man muss es ja nicht ganz so einfach machen. Ja? Also man muss ihnen ja nicht die Daten auf dem Teller präsentieren. Sollte denn jetzt Deutschland irgendwas ändern, dass das nicht mehr möglich ist, dass man so ausgespäht wird? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das nicht in Ordnung, weil das ist meine Privatsphäre und das geht, glaube ich, niemandem was an. Dass die da irgendwie schon in den USA so ein bisschen vorgehen sollte,
mal Fakten offenlegen sollte. Sie sollte zumindest eine ganz klare Klarstellung fordern von dem, was halt passiert ist. Also das nicht einfach so im Larifari verschwinden lassen, das Ganze. Ja, oft hört man ja das Argument, ich habe gar nichts zu verbergen, ich treibe ja nichts Illegales. Herr Rehborn, was würden Sie denn Leuten, die sowas sagen, entgegnen? Jeder hat was zu verbergen. Es heißt ja immer nur, oh, ich habe Angst, dass irgendwie was Illegales rauskommen könnte. Aber man wird ja auch überwacht aus ganz anderen Gründen. Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Wirtschaftsspionage. Ja. Ich bin jetzt, sagen wir mal, ich bin in 20 Jahren irgendwie im Parlament und die NSA hat vor 10 Jahren herausgefunden, oh, ich habe irgendwo mal illegale Pornos runtergeladen. Und dann möchten die, dass ich irgendwas, irgendeinem Gesetz zustimme, das sie gerade ganz gerne hätten. Dann kommen die an und sagen, hey, wir haben diese Videos gefunden und wir wollen ja nicht, dass die rauskommen. Wäre doch ganz nett, wenn sie da zustimmen könnten. Und sowas passiert ja teilweise. Also gerade Wirtschaftsspionage passiert, aber auch Erpressungsskandale passieren in solchen Fällen. Und ich bin mir sicher, dass die USA das auch nutzen und zwar auch aktiv nutzen, solche Sachen. Es heißt ja immer, es wird alles überwacht, das heißt, es wird auch jeder Parlamentarier überwacht und jeder macht irgendetwas in seinem Leben, wo er nicht möchte, dass das rauskommt. Das kann, wie gesagt, das kann irgendwas Illegales sein, es kann aber auch einfach eine Affäre mit einer anderen Person sein und das möchte ja auch vielleicht der CDU-Politiker auch nicht unbedingt, dass das rauskommt. Und wenn man zum Beispiel die Firma guckt, also das ist ja auch ein Buch das oder ein Film, der mit solchen Sachen spielt, solche Sachen passieren. Und wie gesagt, jeder hat irgendwas zu verbergen und sich einfach rauszureden und zu sagen, ich habe nichts zu verbergen, das ist falsch. Okay. Seit Juli wird in Deutschland ja auch die umfangreiche Debatte darüber geführt, ob und seit wann die Bundesregierung von dieser Überwachung weiß. Herr Seitenbusch, an Sie sozusagen auch als IT-Experte die Frage, konnte sowas überhaupt unentdeckt bleiben oder hätte es unentdeckt bleiben können über einen langen Zeitraum oder kriegt man das dann nicht doch irgendwie mit, insbesondere wenn man ja selber auch einen Geheimdienst hat, der vielleicht irgendwie in diese Richtung arbeitet. Glauben Sie, dass man von nichts wusste oder? Gut, da bin ich natürlich auch im Reich der Spekulation in gewisser Weise, aber es ist natürlich aus verschiedenen anderen Geheimdienstaffären, sowohl vom BND als auch von der CIA, weiß man natürlich, dass die teilweise schon Dinge machen, die sie keinem sagen, auch nicht ihrer Regierung, das ist nicht abwegig. Andererseits ist es natürlich schon so, dass die Regierung auch oft Dinge gesagt kriegt, die so inoffiziell sind, damit die hinterher nicht die Schuld auf sich nehmen müssen. Und aus meiner persönlichen Sicht haben wir jetzt gerade genau so eine schöne Situation. Die Regierung kann sagen, sie hat von nichts gewusst, weil das ist irgendwie nicht offiziell vermerkt worden, also nicht in den Akten und solche Dinge. Aber natürlich, der BND fragt natürlich bei bestimmten Dingen schon nach, sicherlich auch die Regierung. Und der Hauptskandal, dass der BND überhaupt Daten über Deutsche sammelt und die ins Ausland gibt, obwohl der BND eigentlich ein Auslandsgeheimdienst ist, das ist ja offensichtlich jetzt rausgekommen und das ist natürlich schon bekannt und das ist allen bekannt. Das ist dem Innenminister bekannt, dem Kanzlerminister und letztendlich auch Frau Merkel. Wenn sie da die Augen zumacht, dann hat sie einmal hingeguckt und das ist einfach nicht politisch verantwortlich. Also das ist nicht so eine technische Frage, sondern eher, glaube ich, so eine politische Frage. Auch wenn das politisches Neuland sein mag für die Kanzlerin, da kann sie sich nicht rausstehen aus der Verantwortung, aus meiner Sicht. Okay. Nach offiziellen Angaben ist es derzeit so, dass der BND rund 5% der deutschen Kommunikation auswertet. Man hat aber vor dem ganzen Datenskandal auch offiziell wohl zugegeben, dass man das gerne ausweiten möchte, dass man das auch vertiefen möchte. Herr Rehborn, wie würden Sie das denn jetzt beurteilen angesichts der jüngsten Ereignisse? Ich verstehe die Frage nicht ganz genau, ob das gut ist, wenn das ausgeweitet wird oder... Nee, also wie Sie das beurteilen, dass überhaupt diese Tätigkeiten noch vertieft werden sollen, also hätten das, werden sollen. Unabhängig von diesem Skandal geht das gar nicht. Der BND ist halt tatsächlich ein Auslandsgeheimdienst und er ist dafür tatsächlich, also er ist ja dafür zuständig, dass dass das im Ausland geforscht wird, ob es eventuell irgendwelche Bedrohungen für Deutschland gibt. Allein, dass der BND Deutsche abhört, ist komplett systemfalsch. Ich meine, wir haben ja einen Inlandsgeheimdienst, das ist der Verfassungsschutz. Und der wäre eher dafür zuständig, der wiederum ist aber nicht dafür zuständig, Daten ins Ausland zu schicken. Hier passiert etwas, was bei der Konzeption der deutschen Geheimdienste überhaupt nicht bedacht wurde, dass ein Auslandsgeheimdienst Daten ins Ausland schickt oder dass ein Auslandsgeheimdienst auch im Inland aktiv wird. Das ist kompletter Unsinn und muss auf jeden Fall sofort gestoppt werden.
Wobei sowieso die Auswertung der Geheimdiensttätigkeit in Deutschland gestoppt werden muss. Ich denke, wir müssen uns eigentlich mehr auf Kerngeheimdienste konzentrieren, wenn überhaupt. Wir haben ja gerade auch durch den NSU-Skandal gesehen, wie problematisch Geheimdienste überhaupt sind. Ich meine, wir haben im Inland einen Geheimdienst, der eventuell eine Terrororganisation quasi mitfinanziert hat durch V-Männer. Und wir müssen eigentlich mal die ganze Sicherheitsarchitektur Deutschlands auf den Kopf stellen. Wir haben ja noch einen dritten Geheimdienst, den Geheimdienst der Bundeswehr. Und wir müssen diese ganzen Geheimdienste mal auf den Kopf stellen und mal gucken, brauchen wir die überhaupt? Machen die nicht vielleicht zu viel? Und setzen die nicht auch vielleicht die falschen Prioritäten? Und dann müssen wir gucken, ob wir die überhaupt brauchen und wie die dann finanziert werden und welche Aufgaben die bekommen. Okay. Ich möchte jetzt noch einen Beitrag zeigen, und zwar über die deutschlandweiten Proteste, die es ja nun auch gab, zum Thema Spähaffäre, und zwar auch hier in Münster. In der gesamten Bundesrepublik folgten am 27. Juli tausende Menschen in über 40 Städten dem parteiübergreifenden Aufruf zur Demonstration. Unter dem Motto Stop Watching Us fand vielerorts stürmischer Protest statt. In Münster zog pünktlich zu Demobeginn der Sturm auf und ließ die Demonstrierenden zunächst im Regen stehen. Dennoch wurde die Stimmung aufgrund des Engagements einiger Demo-Teilnehmer aufrechterhalten. Ah, Asyl! Asyl für Edward Snowden! 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 Dankeschön! Asyl für Edward Snowden war eine der Forderungen der Protestierenden. Über die Promenade ging es dann bis zum Ludgeri-Kreisel, wo die ersten Reden gehalten wurden. Unter anderem von Inga Pieper, Mitorganisatorin der Demonstration. Damit der Mensch auch frei bleibt. Hier ist wichtig, dass... Auch wenn ich meinetwegen nichts zu verbergen hätte, ich aber trotzdem nicht möchte, dass jeder da einfach rumschnüffeln kann, wie er Lust hat. Und dass auch meine Persönlichkeit verletzt, in dem Sinne, als dass sich jemand in mein Leben einmischen kann, ohne dass ich da sagen kann, ich möchte das nicht. Zumindest Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Friedrich haben ihren Amtseid gebrochen. Außerdem fordert sie... Einmal völlige Aufklärung. Also so wie es jetzt ist, das reicht nicht. Und der Datenschutz muss einfach verbessert werden. Aufklärung war auch ein Stichwort vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demo. Deshalb hielten viele von ihnen auch die Porträts von Edward Snowden und Bradley Manning hoch, da diese mit ihrer Form von Whistleblowing zur Aufklärung von Ausspähpraktiken beitrugen. Zu dem vielgehörten Argument, ich habe nichts zu verstecken, meint Inga Pieper. Also es ist auf keinen Fall egal, wenn jemand in der Privatsphäre rumschnüffelt. Also auch wenn man sagt, ich habe nichts zu verbergen, das geht meiner Ansicht nach halt an der Sache vorbei. Denn wenn jeder alles über einen herausfinden kann, dann ist man, egal wo man hingeht, nie wieder ein unbeschriebenes Blatt. Das macht die Menschen sehr unfrei, denke ich. Und das kann nicht sein. Mit ihrer Teilnahme haben die Demonstrierenden ihren Willen zur Veränderung zum Ausdruck gebracht. Und die Abschlussrednerin Marina Weißband hat sie darin gestärkt und auch klargemacht, mit welchem Mittel diese Veränderung geschehen soll. Wir handeln, werden wir nicht bloß regiert. Wenn wir handeln, sind wir Menschen, die ihre Umwelt gestalten. Dann sind wir Demokratie. Die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger Münsters hatten die Demonstrierenden auf ihrer Seite. Vor allem mit den teils sehr kreativen Plakaten. Herr Seitenbusch, Sie haben vorhin schon mal die Datenschutzgrundverordnung angesprochen, die ja jetzt auf den Weg gebracht werden soll. Ist das überhaupt noch aktuell angesichts der Thematik, dass es inzwischen nicht mehr nur darum geht, dass Daten nicht herausgegeben werden von US-Unternehmen wie Facebook oder wie Skype, sondern dass inzwischen ja auch schon die Information die Runde gemacht hat, dass auch bestimmte Internetkontrollpunkte direkt angezapft werden? Kann das überhaupt noch von so einer Datenschutzgrundverordnung irgendwie aufgegriffen werden, irgendwie eingeschränkt werden?
Ja, das ist topaktuell sogar und es ist lange überfällig, was man unter anderem auch daran sieht, dass wir jetzt sozusagen so ein bisschen Wildwuchs haben, denn die EU-Datenschutzgrundverordnung hat zwei Teile, so wie sie vorgesehen ist. Der eine Teil ist der, den wir schon erwähnt hatten, der so Facebook und Google und auch innerdeutsche Unternehmen natürlich regulieren würde. Und es gibt gleichzeitig einen zweiten Teil, der tatsächlich auch die Datenhandhabung von Polizeien und Behörden regelt. Das ist auch ein wichtiger Teil, über den aber selten berichtet wird. Und die herrschenden Regeln, die sind einfach Jahrzehnte alt und die sind einfach noch nicht mit dem Internet im Sinn entwickelt worden. Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist sogar für die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich entscheidend für unseren Datenschutz, was jetzt da in Brüssel dieses Jahr gemacht wird. Deswegen ist es auch wirklich ein großer Kampf da im Moment, den man leider in Deutschland sehr wenig wahrnimmt. Die Berichterstattung ist da suboptimal, das Interesse des normalen Bürgers vielleicht auch, weil er gar nicht weiß, dass seine Privatsphäre da jetzt in Brüssel verhandelt wird und gar nicht in Berlin im Moment, obwohl alle Augen sich nach Berlin richten. Und zusätzlich zu diesem Teil, der auch Datenschutzgrundverordnung ist, der sozusagen die Behörden reguliert, müssen wir aber natürlich auch in gewisser Weise den Rechtsstaat wiederherstellen. Was Johannes Rehborn gerade sagte, ist völlig richtig. Im Grunde ist es verfassungswidrig, was die machen. Das ist nicht nur Mist, sondern es ist verfassungswidrig. Das, und in einem Rechtsstaat muss das abgestellt werden. Man hat auch diese Mittel in Deutschland. Man kann klagen und man kann mit anderen Mitteln diese Leute in ihre Schranken weisen. Das muss man dann natürlich zusätzlich machen. Und dieses Argument, ich habe nichts zu verbergen, ich kriege da wirklich jedes Mal einen Schauder, denn das ist im Grunde genommen die Umkehrung des Rechtsstaats. Der Rechtsstaat befreit mich auch vor Verdächtigung. Wenn jemand sagt, du hast doch nichts zu verbergen, dann ist das im Grunde genommen eine Unverschämtheit ihm mir gegenüber. Denn die Frage ist ja, was hat er für ein Interesse, auf welcher rechtlichen Basis will er denn überhaupt von mir was wissen? Ja, es ist ja nicht ein Privatmann, der das fragt, sondern ein Polizist oder ein Geheimdienstler. Und diese Leute sind Teile des Rechtsstaats. Wenn er keine Rechtsgrundlage hat, mich überhaupt zu befragen oder Infos über mich zu sammeln, dann ist es halt verboten. Und zwar ihm. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Er muss sich rechtfertigen. Und das ist eben die völlige Schieflage dieser Gesetze. Das heißt, wir brauchen beides. Die EU-Datenschutzgrundverordnung muss stark sein, muss auch die Polizeien regeln. Gerade auf europäischer Ebene, weil die Öffentlichkeit da nicht so hinguckt, wird da nämlich ziemlich viel gemauschelt, muss man leider sagen. Liegt auch ein bisschen an der Konstruktion der EU, die auch noch suboptimal ist und vor allen Dingen sehr starke demokratische Defizite hat. Das heißt, wir als Bürger können das auch noch wenig regulieren und kontrollieren. Das muss sich auch noch ändern. Und zweitens müssen wir natürlich unseren Rechtsstaat auch tatsächlich verteidigen. Wir müssen den Leuten sagen, so geht's nicht. Und der erste Schritt ist Aufdeckung, Transparenz, also Informationen, so wie jetzt heute. Und auch weiter, dass sie wissen, die Leute, das und das ist überhaupt passiert. Dann kann man es auch verfolgen und unterbinden. Mhm. Herr Rehborn, was würden Sie sich jetzt ganz konkret von der deutschen Politik wünschen, was jetzt kurzfristig, auch langfristig, aber vor allen Dingen jetzt passieren muss? Also zum einen muss die deutsche Politik viel mehr Druck auf die USA machen. Ich meine, Bundesinnenminister Friedrich hatte gesagt, Freunde hören einander nicht ab. Ja, sehr schön. Es wäre schön, wenn Freunde dann auch mal Druck machen und ja, tatsächlich die Abhörung gestoppt wird. Ich meine, es gibt ja auch durchaus Möglichkeiten über die Europäische Union, über die UN, da Druck zu machen. Das wird ja gar nicht gemacht. Die Bundesregierung hat ja gesagt, oh, wir fahren jetzt in die USA, wir hören nach, aber wirklich, was dabei herumgekommen ist, nicht. Und ich glaube, dass ein bisschen versucht wird, dieses Thema über den Wahlkampf zu verschleppen und nach dem Wahlkampf dann das einfach versanden zu lassen. Die Bundesregierung muss auf jeden Fall auch über die Europäische Union aktiv werden. Sie kann ja über den Rat der Europäischen Union tatsächlich auch Richtlinien und Verordnungen beeinflussen und gerade auch bei dieser Datenschutzverordnung, die jetzt verhandelt wird, muss auf jeden Fall mehr passieren. Wir brauchen aber, glaube ich, auch nicht nur eine europäische Lösung, wir brauchen eine weltweite Lösung, weil zum Beispiel die ICANN, die halt die ganzen Domains vergibt, tatsächlich in den USA sitzt und die USA haben ein Gesetz, dass die ICANN berechtigt, theoretisch jede Domain einzuziehen, wenn eventuell irgendetwas über diese Domain läuft, was in den USA verboten ist. Und ich denke, wir brauchen langfristig gesehen tatsächlich ein Völkerrecht fürs Internet. Und da müssen wir langfristig hin. Das wird sicherlich nicht in den nächsten 5 Jahren passieren, aber in den nächsten 10 Jahren muss das passieren. Mhm. Wir haben vorhin den Beitrag gesehen über die deutschlandweiten Demonstrationen und Proteste. Zum Abschluss nochmal an Sie beide die Frage. Glauben Sie, das war jetzt erst der Anfang einer großen Bürgerbewegung, die noch kommen wird? Wenn wir uns heute in einem Jahr nochmal zusammensetzen würden, was glauben Sie, wie hat sich die Situation bis dahin entwickelt? Ich glaube schon, dass sich da was verändert. Also alleine jetzt die Konstanz, mit der sich das Thema trotz der Sommerpause in den Nachrichten hält,
lässt mich darauf hoffen, dass wir das im September dann tatsächlich auch, wenn alle Leute aus dem Urlaub wieder da sind, wirklich mal besprechen können und dann auch was folgt. Der Wähler muss sich natürlich entscheiden, bei der Bundestagswahl macht er sein Kreuzchen, das ist klar, und dann werden die Verhältnisse natürlich auch so sein, wie sie sind. Und dann muss man halt natürlich schauen, was für Möglichkeiten die einzelnen Parteien haben, da auch was zu machen. Aber jenseits dessen, es gibt eine Europawahl im Mai. Auch da ist es sehr wichtig, dass das Parlament bürgerrechtlich gestärkt wird, weil da passiert tatsächlich sehr, sehr viel. Und wenn wir nächstes Jahr hier sitzen, hoffe ich doch sehr, dass mindestens die verfassungswidrigen Dinge des Geheimdienstes abgestellt sind, dass wir eine gute Datenschutzgrundverordnung haben, die mindestens die Verbraucherrechte, und es sind ja Verbraucherrechte, bei Facebook und Co. europaweit stärken. Und auch wenn die Unternehmen in den USA sind, da hohe Strafen, wie es jetzt in dem Entwurf drin steht, möglich sind, wenn sie das nicht tun. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht ein bisschen mehr noch wissen, ob die CDU, was sie da gewusst hat, die Regierung oder so. Also ich bin da schon sehr positiv. Ich hoffe, dass der Einsatz von Herrn Snowden, und er hat wirklich sehr viel riskiert auch für sein Leben und auch für seine Freiheit in den nächsten Jahrzehnten, dass sich das gelohnt hat und dass die Leute wirklich jetzt endlich mal ein bisschen nachdenken, in welcher Informationsgesellschaft sie leben wollen. Dieser Wandel hat sich ein bisschen subkutan entwickelt, aber ich glaube, jetzt ist wirklich eine Zeit, wo viele Leute auch sagen, ja klar, ich maile und surfe jeden Tag und wie soll das denn überhaupt aussehen? Ne? Also ich glaube schon, dass das sich gut entwickeln kann. Herr Rehborn, und Sie auch optimistisch, oder? Ja, ich bin auf jeden Fall auch optimistisch. Ich denke, das Mobilisationspotenzial hat sich viel vergrößert durch Facebook und durch Twitter und durch Google Plus. Gibt es einfach, auch wenn das sicherlich Datenkraken sind und auch mitspielen, gibt es aber auch gerade über diese Möglichkeiten trotzdem auch die Möglichkeit, Leute zu mobilisieren und auch aufzuklären. Ich glaube, man kann quasi nur von innen aufklären, also aus den problematischen Netzwerken heraus. Und ich hoffe auch, dass es in den nächsten Jahren weitergeht. Es gibt ja auch seit Jahren schon eine Bewegung, die sich dort engagiert. Es gibt ja Vereine, es gibt den D64, es gibt den CCC, es gibt Digital Courage es gibt sehr viele Vereine, die sich mittlerweile da engagieren, die aber auch größer werden, die auch wachsen und wo viel mehr passiert. Es gibt das große Portal Netzpolitik.org, wo sehr viel passiert, und ich glaube schon, dass sich die Netzcommunity weiterentwickelt, auch dass das ein wichtigeres politisches Thema wird. Und ich glaube, wenn wir in einem Jahr hier sitzen, wird sich schon einiges verändert haben. Aber wenn wir hier in 5 Jahren sitzen, wird sich sehr viel verändert haben. Okay, dann nochmal herzlichen Dank an Sie beide für die Diskussion heute. Danke für die Einladung. Ja, und auch an die Zuschauer zu Hause. Ich hoffe, dass Sie auch das nächste Mal zu Nachgehakt einschalten. Applaus